To witamy na kolejnej lekcji języka niemieckiego. Mamy pilną uczennicę, która jest zawsze przygotowana do zajęć. I dzisiaj zrobimy trochę powtórki plus nową lekcję. I będzie dużo mówienia. Na razie odpuszczamy sobie dyktando, ale będzie, nie? I gramatykę. Okej, okay, no to zaczynamy. Frage mich mit dem Wort spülen. Spülst du Geschirr in deinem Hause? Zu Hause? Da, ja, mein Geschirr spült Geschirr bei mir zu Hause. Mit dem Wort zum Beispiel aufräumen. Räumst du auf den dein Bett? Nein, ich räume nicht auf unter meinem Bett. Mit dem Wort zum Beispiel vernünftig. Vernünftig. Vernünftig? Interessant. Ja. Ist es vernünftig? Ist es vernünftig? Ja. Jeden Tag Betten zu machen. Ja, es ist vernünftig, jeden Tag Betten zu machen. Und noch eine Frage, putzen. Was magst du putzen? Ich mag den Tisch putzen. Meine Wohnung putzen. Ich mag meine Wohnung putzen. Okay, fünf Worte von letztem Deutschunterricht. Fünf Worte. Zum Beispiel. Tätigkeit? Ja. Tätigkeit. Zum Beispiel. Geschirr spülen. Ja. Und. Betten machen. Ja. Rasenmäher. Ja. Rasen. Okay. Was auf Polnisch? Die Pflicht. Obowiązek. Das Bett machen. Robić łóżko, siedzieć. Es gehört zu meinen Pflichten. Należy do moich obowiązków. Tätigkeit. Czynność. Geschirr spülen. Zmywać naczynia. Okay, ist es nötig, irgendwelche Pflichten zu haben? Ist es nötig, irgendwelche? Ja, es ist nötig, irgendwelche Pflichten zu haben. Ist es angenehm, keine Pflichten zu haben? Ja, es ist angenehm, keine Pflichten zu haben. Fühlst du dich frei, wenn du keine Pflichten hast? Ja, ich fühle mich frei, wenn ich keine Pflichten habe. Hast du viele Pflichten zu Hause? Ja, ich habe viele Pflichten zu Hause. Gehört es zu deinen Pflichten, Betten zu machen? Ja, es gehört zu meinen Pflichten, Betten zu machen. Magst du diese Tätigkeit? Ja, ich mag diese Tätigkeit. Kann man sagen, dass diese Tätigkeit leicht ist? Ja, man kann sagen, dass diese Tätigkeit leicht ist. Gehört es zu deinen Pflichten, Geschirr zu spülen? Ja, es gehört zu meinen Pflichten, Geschirr zu spülen. Wer kocht das Mittagessen in deiner Familie? Mein Mann kocht das Mittagessen in meiner Familie. Muss man Geschirr spülen, wenn man Gäste hat? Ja, man muss Geschirr spülen, wenn man Gäste hat. Warum soll man Geschirr nach dem Mittagessen spülen? Man soll Geschirr nach dem Mittagessen spülen, weil es schmutzig sei. Ist. Das Geschirr, es ist schmutzig. Sind deine Hände schmutzig? Nein, meine Hände sind nicht schmutzig. Was müssen wir machen, wenn unsere Hände schmutzig sind? Wenn unsere Hände schmutzig sind, müssen wir sie waschen. Sind unsere Hände schmutzig, wenn wir im Garten arbeiten? Ja, unsere Hände sind schmutzig, wenn wir im Garten arbeiten. Gehört es zu deinen Pflichten, die Fragen im Unterricht zu antworten? Ja, es gehört zu meinen Pflichten, die Fragen im Unterricht zu beantworten. Ist es eine angenehme Pflicht? Ja, es ist eine angenehme Pflicht. Eine angenehme Pflicht.
Aufräumen auf Polnisch. Sprzątać. Ordnung halten. Trzymać porządek. Vernünftig. Rozsądny. Okay, räumst du deine Wohnung manchmal auf? Ich räume meine Wohnung manchmal auf. Wie oft räumst du dein Zimmer auf? Wie oft? Ich räume mein Zimmer zweimal pro Woche. Okay. Nochmal, wie oft räumst du dein Zimmer auf? Ich räume mein Zimmer zweimal pro Woche auf. Okay, wann räumst du dein Zimmer auf? Ich räume mein Zimmer am Dienstag und Sonntag. Samstag. Dienstag und Samstag. Nochmal, wann räumst du dein Zimmer ich auf? Ich räume mein Zimmer auf. Ich räume mein Zimmer. Ich räume mein Zimmer am Dienstag und Samstag auf. Willst du dein Zimmer morgen aufräumen? Nein, ich werde mein Zimmer nicht morgen aufräumen. Warum nicht? Weil es Sonntag ist. Ist es angenehm, ein großes Haus aufzuräumen? Nein, es ist nicht angenehm, ein großes Haus aufzuräumen. Ist es angenehm, ein großes Haus aufzuräumen? Nein, es ist nicht angenehm, ein großes Haus aufzuräumen. Hältst du Ordnung unter deinem Bett? Ja, ich halte Ordnung unter meinem Bett. Ist es vernünftig, das Bad ab und zu sauber zu machen? Ja, es ist vernünftig, das Bad ab und zu sauber zu machen. Ist es auch vernünftig, die Küche sauber zu halten? Ja, es ist auch vernünftig, die Küche sauber zu machen. Umzuhalten. Sauber halten. Ja. Ist es auch vernünftig, die Küche sauber zu halten? Ja, es ist auch vernünftig, die Küche sauber zu halten. Bist du eine vernünftige Person? Ja, ich bin eine vernünftige Person. Putzen auf Polnisch? Richtig. Der Rasen. Prawa. Mähen. Kosić. Lärm. Hałas. Lärm machen. Robić hałas. Teppiche klopfen. Trzepać dywany. Klopfen. Fensterscheibe. Czyś mydziarne. Fensterscheibe. A, okno. Okno, dobra. Fensterscheibe. Szyba dokładnie. Besser. Lepiej. Ist es gut im Frühling Fenster zu putzen? Ist es gut? Ja, es ist gut im Frühling Fenster zu putzen. Erholst du dich, wenn du Fenster putzt? Nein, ich erhole mich nicht, wenn ich Fenster putze. Sieht man besser, wenn man saubere Fensterscheiben hat? Ja, man sieht besser, wenn man saubere Fensterscheiben hat. Hast du einen Rasen? Nein, ich habe keinen Rasen. Rasen, okay. Und mähst du gern Rasen? Nein, ich mähe Rasen nicht gern. Kann man sich gut entspannen, wenn man Rasen mäht? Kann man sich gut entspannen? Ja, man kann sich gut entspannen, wenn man Rasen mäht. Was ist besser, Teppiche zu klopfen oder Rasen zu mähen? Es ist besser, Teppiche zu klopfen. Hast du viele Teppiche zu Hause? Nein, ich habe nicht viele Teppiche zu Hause. Was frage ich? Du fragst, ob ich viele Teppiche zu Hause habe. Okay. Wie oft klopfst du Teppiche? Wie oft? Ich klopfe Teppiche einmal pro Jahr. Russisches Jahr? Ja. Okay. Macht man großen Lärm, wenn man Teppiche klopft? Ja, man macht großen Lärm, wenn man Teppiche klopft. Kaufen Frauen gern farbige Teppiche? Ja, Frauen kaufen gern farbige Teppiche. Was möchte ich wissen? Du möchtest wissen, ob Frauen gern farbige Teppiche kaufen. Welche Tätigkeit hast du besonders gern? Ich habe Bettmachen besonders gern. Rasenmäher. Rasenmäher, Kosiarka. Stark. Silny. Schwach. Słaby.
mögen starke Männer starke Rasenmäher? Ja, starke Männer mögen starke Rasenmäher. Plural. Braucht man einen starken Rasenmäher für einen kleinen Rasen? Ja, man braucht. Nein, man braucht keinen starken Rasenmäher für einen kleinen Rasen. Braucht man einen starken Rasenmäher, wenn man einen großen Rasen mähen muss? Ja, man braucht einen starken Rasenmäher, wenn man einen großen Rasen mähen muss. Trinkst du starken Alkohol? Nein, ich trinke keinen starken Alkohol. Möchte ich wissen, ob du starken Alkohol trinkst? Ja, du möchtest wissen, ob ich starken Alkohol trinke. Magst du schwache Autos? Ja, ich mag schwache Autos. Sprechen starke Frauen gerne mit starken Männern? Ja, starke Frauen sprechen gerne mit starken Männern. Würdest du nächstes Jahr einen starken Wagen kaufen? Nein, ich werde nächstes Jahr keinen starken Wagen kaufen. Bügeleisen. Hemd. Koschula. Der Hemd, das Hemd, die Hemd. Das Hemd? Ja, das Hemd. Ist es notwendig, ein Bügeleisen zu Hause zu haben? Ja, es ist notwendig, ein Bügeleisen zu Hause zu haben. Hast du ein Bügeleisen zu haben? Bügeleisen zu Hause? Ja, ich habe ein Bügeleisen zu Hause. Bügelst du gern? Nein, ich bügle nicht gern. Möchtest du meine Hände bügeln? Nein, ich möchte nicht deine Hände bügeln. Das Hemd, die Hände. Und drei schöne Fragen an mich, zum Beispiel in dem Wort stark. Magst du starke Frauen? Starke Frauen? Ja.